bin Jana Klinkenberg, ich bin 20 Jahre alt und ich wohne derzeit in Rostock. Studiere Politikwissenschaften und Philosophie als Bachelor und ich habe 4 Pferde. Ich habe mich schon immer für Politik interessiert, bin politisch aktiv, seitdem ich ungefähr 14 bin und seitdem auch Mitglied von unterschiedlichen Parteien teilweise. Und als ich Abi gemacht habe, wusste ich eigentlich nicht so richtig, was ich machen soll. Und ich habe ein Praktikum gemacht auf dem Reiterhof und habe mich dann nach einem Monat entschieden, dass ich das nicht machen möchte, weil ich dabei eigentlich nur ausmisten muss und das kann ich schon. Und deswegen habe ich mich für ein Studium entschieden und da kam eigentlich nur Politikwissenschaft in Frage. Ich habe angefangen mit einem Pferd, bin von Aachen, das ist 700 Kilometer entfernt von Rostock, bin ich mit einem Pferd hergekommen, habe angefangen hier zu studieren und hatte dann zuerst Nebenjobs in der Gastronomie. Das hat mir aber überhaupt keinen Spaß gemacht und dann habe ich mir gedacht, wenn ich schon ein Pferd habe und Reitunterricht kann ich auch geben, dann kann ich das auch beruflich machen. Und so bin ich dann dazu gekommen, dass ich meinen eigenen Reitunterricht gebe. Also die Vorteile sind natürlich, ich bin unabhängig, ich kann Urlaub machen, wann immer ich will. Wenn ich frei haben will, dann habe ich frei. Und die Nachteile sind, dass die Versicherungskosten sehr, sehr hoch sind, dass man nie wirklich Gewinn macht, wenn man 4 Pferde hat. Und dass es halt auch sehr zeitaufwendig ist und man muss sehr viel planen, seine Woche sehr stark verplanen. Das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Also wie gesagt, richtig Gewinn machen kann man nicht. Man kann aber sein Hobby damit finanzieren und das ist bei mir das Reiten. Und ich verdiene damit auch mehr, als ich bei einem Nebenjob verdienen würde. Also ja, ich verdiene schon Geld damit, aber reich werde ich damit wohl wahrscheinlich nicht werden. Und dieses große für den Staub, die ich am Ende hatte, das ist eine Kadettsche. Das klingt jetzt komisch, aber es ist eine wichtige Bürste. Also meine Pferde sind für mich mein Anker, egal wo ich bin, ob es mir gut geht oder schlecht geht. Ich weiß immer, meine Pferde sind da. Ich weiß auch, wenn es mir schlecht geht, ich muss trotzdem hin. Es sind Lebewesen, ich habe eine Verantwortung. Und die Kombination aus beidem ist eigentlich ganz gut, weil es ist nicht wie bei Kindern, dass man jetzt immer da sein muss rund um die Uhr. Aber ich kann immer hingehen und wenn ich es brauche, dann sind sie halt da. Und deswegen bedeuten sie mir sehr viel. Das ist Marie. Marie ist 11 Jahre alt und ein Haflinger und war mein erstes Pferd, das ich bekommen habe, als sie 8 war und da war ich 18. Und ist auch bis heute das Pferd, das ich nie verkaufen werde, jedenfalls nie verkaufen will. Das ist Popeye. Popeye ist 2 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Österreich. Ist jetzt seit 1,5 Jahren bei mir. Und er sollte eigentlich geschlachtet werden in Österreich. Und ich habe ihn damals über einen Tierschutzverein gekauft und bin auf Facebook darauf aufmerksam geworden. Ich kann zwar nicht die Welt verändern, aber ich kann wenigstens einem Pferd die Chance auf ein Leben geben. Das ist Lorbas. Lorbas ist 13 Jahre alt. Ja, ist ein ganz verschmuster und konnte noch nicht so viel, als er zu mir gekommen ist und mittlerweile hat er sich ganz gut entwickelt. Springen und Dressur mache ich mit ihm und auch die Reitschüler reiten ganz gern auf ihm. Das ist Daisy, die ist jetzt 16, ein Shetland-Pony und die ist quasi mein neuestes Pferd. Habe ich vor ein paar Monaten erst gekauft, letztes Jahr. Und mit ihr will ich jetzt Ponyunterricht machen für Kinder hauptsächlich, um die großen beiden zu entlasten. An dem Punkt war ich schon öfters, dass ich mir gedacht habe, mindestens ein Pferd muss ich verkaufen, weil ich einfach nicht genug Geld im Monat habe. Aber das ist meistens in den Semesterferien, weil die ganzen Studenten nach Hause fahren und ich dann dementsprechend Gewinneinbußen habe. Aber danach stabilisierte sich das immer wieder sehr schnell und deswegen musste ich bis jetzt noch kein Pferd verkaufen. Aber die Angst ist immer da. Aktuell bin ich ausgebucht, also bei mir gibt es gerade nur Termine für 2 Wochen im Voraus. Und das bedeutet, ja, ich werde gerade sehr, sehr gut besucht von Reitschülern. Die ganze, und dann kannst du gleich einmal durch die ganze Bahn wechseln. Also durch diese ganze hier. Also ich bin gerade total zufrieden, wie mein Leben verläuft, weil ich nach den ganzen Nebenjobs einfach gemerkt habe, dass das mein Traumjob ist, den ich hier gerade mache.
Das perfekte Leben ist für mich, ich mache mein Studium fertig, mindestens einen Bachelor, vielleicht noch einen Master, je nachdem, wie viel Lust ich habe. Krieg dann eine gut bezahlte Festanstellung, arbeite darin ein paar Jahre und möchte währenddessen mir schon einen kleinen Hof aufbauen, auf dem ich dann irgendwann selber meine Lebensmittel anbaue, selber meine Energie herstelle und vielleicht mit Mann und Familie in Frieden leben kann. Mit meinen Pferden natürlich zusammen.